Huhu, Hallöle. Ja, du sagst dir wirklich nichts. So, guck mal, hier ist ein Eurozeichen, da fahre ich jetzt drauf. Diese Garage steht für 180.000 Euro zum Verkauf. Um sie zu kaufen, folgende Taste drücken. Ein. Moment. Veto. Was? Veto. Was ist das? Veto, Einspruch. Das wäre? Doch nicht in Köln. Doch. Das ist zu nah. Ich fühle mich in meiner Komfortzone bedrängt. Möchtest du diese Garage wirklich kaufen? Nein. Ja. Nein. No. Nada. Oh, ein schönes Video. Nun gehen wir alle drauf. Jetzt hat sie doch zum Füßi geschafft in die Nähe. Ich habe mich so sicher gefühlt. Sie kann es nicht hören, wahrscheinlich weil das Video so laut ist. Das ist mein Vorteil. Doch, doch. So. Und nun? Fahr ich mal da rein. Und drücke Eingabe, um meine Garage zu verwalten. Genau, ich brauche noch LKWs. 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 So, ich habe jetzt mit meinem losen Händen Holz gehauen. Was mache ich jetzt? Du musst daraus Bretter herstellen. So. Macht er nicht. LKW-Händler. Darf. Auch in Düsseldorf ist ein. Wusste ich gar nicht. Krasser Scheiß, und ich darf sogar jetzt endlich LKWs online kaufen. Gib dir einen Tipp. Köln und Düsseldorfer, die mögen sich nicht besonders. Ne? Scheiße, bereit. Wusste ich nicht. Was gibt denn das hier noch alles für Farben? Der sieht eigentlich auch So. voll geil aus. Affengeil. Pipi hat geil gesagt. So. Und nu? Du hast jetzt Holz? Ich habe sogar schon ein Schwert, eine Spitzhacke, eine Schaufel und das andere, eine Axt. Jetzt ist so baff. Ja. Ja. Frisiert ja auch fleißig Minecraft bei Pippi und Buddha geguckt. Zum Einschlafen. Also ge gehört. Ja. Ich kann dir dazu, ja, was genau willst du denn wissen? Wie Na, du. alles. Ich habe irgendwo gerade mein Dings verloren. Da ist es wieder, meine Axt. Die haben, weil bald Halloween ist, im Texture Pack neue Texturen reingepackt. Von was reden wir jetzt? Und allgemein beim LKW. Und Aha. allgemein neue Texturen sind auch drin, von wen auch immer die hier sind. Schade, dass man die Farbe nicht ändern kann. Judy. Müsste es jetzt mal ganz schnell herkommen. Muss Ja. ich machen? Es wird dunkel.
Ich renne immer noch über die Wiese. Brauchst ein Bett. Auf der Wiese? Ja, warum nicht? Ja, aber dann kommen doch die Creeper. Oder? Ich finde meine Werkbank nicht mehr. Ja, die bräuchtest du schon. Habe ich wieder gut gemacht. Was macht die Püppi da? Ich rüste mir gerade meinen neuen LKW auf. Vergesst bloß das Sandwich nicht. Nee, nee. So. Halt doch mal die Klappe, du blödes Schaf. Ich habe das Gefühl, das lacht mich gerade aus. Na, oh, das glaube ich nicht. Schon wieder was weggeschmissen. Schon wieder! Mann. Hier war doch irgendwo eine Fledermaus hier. Irgendwo ja. Konnte ich die doch dran bamseln. Bamseln? Hm. Bamsel du mal eine Runde? Pfui. Ja, mein Sandwich darf nicht fehlen, ist ja klar. Während der Aufnahme bamseln. Was jeder machen würde. Das ist ja voll der Bamselverein hier. Bau das Schaf jetzt mit in die Hütte ein. Hallo. Mich? Meinst du mich? Nee, die andere, die, mit der ich gerade im Teamspeak bin. Manu. Ja, Manu. Was willst du denn nun wissen? Ja, ich baue mich gerade zu hier. Weil Nacht ist. Ja. Du machst das doch. Gut, ne? Wo ist denn hier die Fledermausi? Warum kann ich denn hier keine Fledermausi hier? Manu. Vielleicht will die bei dir nicht mit rumbamseln. Vielleicht mag die dich nicht. Na toll, und jetzt? Achso, hier. Mhm. Mhm. Aha. Aha. So. Jetzt bin ich in einem Geräteschuppen. Jetzt rastet der Freezy voll aus und buddelt sich einfach in die Tiefe. Man kommt auch keine wertvollen Tipps hier. Alles muss man selber erfunden. Weil ich nicht weiß, was ich dir dazu erzählen soll. Das ist halt das Problem. Naja, wichtige Überlebenstipps von jemandem, der sich damit auskennt. Es was. Wie als was? Na, du musst was essen. Ich habe ja nichts, ich habe nur Erde. Das schmeckt doch nicht. Kein Schwein weiß, was ich hier mache. Ja, Essen ist wichtig. Schwert, kein Rüstung. Schwein, was ist ich hier mache. Ja, ich bin aber doch jetzt in einer dunklen Hütte und sehe überhaupt nichts. Fackeln? Ja, woher denn? Holen? Aus dem Fackelladen? Zum Beispiel. Ach, du bist doch albern. Die Püppi ist doch albern. Gar nicht wahr. In die Garage. Genau. Freien Platz.
dahin. Und da ich ja noch Geld habe, kaufe ich gleich noch einen. Und noch ein. Oh, jetzt muss ich meine Garage ausbauen. Kein Platz hier. Kostet 100.000 ausbauen. Ja, das möchte ich. Krasse. Es dauert nicht lange, dann habe ich gleich 5 Mitarbeiter bei einer Garageneröffnung in einer Folge, wenn alles gut geht. Was? Was? Was mache ich denn hier für einen Scheiß? Was macht er denn hier? Weiß ich nicht. LKW-Händler. Darf von da ohne Line kaufen. Oh, muss ich den jetzt wieder ändern? Ist jetzt nicht ernst, oder? So. So. Hippie. Aha. Affengeil. Meinst du? Hab mir für immer Fackeln gebaut. Krasser Scheiß. Ja. Finde ich ja jetzt voll doof, dass ich jetzt hier wieder von vorne anfangen muss mit dem Zusammenstellen des LKWs. Nur meckern ist er. Ja, so ein bisschen. Und auch hier keine Fledermaus hier in Sicht. Mann ey, die können mir doch nicht die Fledermaus hier wegnehmen. Finde ich ja mal voll keke. Was? So, bestätigen. Oh geil, ich kann sogar gleich noch einkaufen. So. Ich habe 5 LKWs in Köln. Jetzt rufe ich hier mal in Köln die Arbeitsagentur auf. Oh ne, in Düsseldorf. Nee, Köln. Hier, genau, Köln. Fahrer. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Hier, Astrid. Ich ja, Astrid. Ja. Mir doch egal. Ich werde verfolgt. Kommt hier mit Astrid um die Ecke. Yep. Und Martina. Das ist voll unrealistisch. Lilly geht eigentlich auch. Ah doch, Lilly Limo. Lilly klingt gut. Aber die sieht so gangsterhaft aus. Nimm besser Blowjob, Betty. Ah, ich glaube, hier ist keine dabei. Oh, die sieht's. Wer ist denn das hier? Reese. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin gestorben. Oh. So ein blödes Spiel. Georgia. Die
sieht hübsch aus, die nehmen wir auch. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Naja. Oh, geil, Scarlet. Scarlet klingt auch gut. Die können auch noch ein bisschen Geld einbringen, wenn sie Pause machen. Genau. So, die Püppi hat sich in Köln eine große Garage gekauft. Da freut sie sich. Mensch, da freut sie sich aber. Ja. So, wie kann ich jetzt meinen LKW tauschen? Ging das? Bestimmt Garagenmanager in Kölle. Da. Einsteigen. Bist du sicher, dass du deinen in Köln zuweisen und... Jawohl, bin ich. Cool. Krass, dass ich dafür eine Viertelstunde jetzt gebraucht habe. Aber nicht so schlimm. Nee. Jetzt bin ich ja in Berlin. Oh, ich dachte, ich bin in Köln. So, dann würde ich gerne mal die Ansicht wechseln und hier das Navi mal ausmachen. Und das Navi wieder anmachen. Wie war denn das? So. Da habe ich nämlich mal eben ein Thumbnail gemacht. Das finde ich jetzt aber voll doof, dass ich nicht in Köln bin. Weil in Köln war nämlich noch ein Händler oder sowas offen, den ich hätte besuchen können. Fuck. So, deswegen hatte ich 1,6 Millionen. Da möchte ich mich auch beim Funke bedanken, der mich besucht hatte während meiner Arbeitszeit und während ich arbeiten war, für mich fleißig wie ein wilder Eurotruck Simulator 2 gespielt hat, damit ich auf 1,6 Mille kam. Sonst hätte ich das niemals in der kurzen Zeit geschafft. Jetzt fahre ich schon in die Garage und will mich automatisch reparieren, dabei habe ich gar keinen Schaden. Ich habe doch einen neuen LKW. Mann, bin ich blöde. So, und theoretisch müsste das Geld ja jetzt mit meinen 10 Mitarbeitern eigentlich in Scharen rein. Was ist da? Astrid L. hat schon mal 436 Glocken mir gebracht und Sophie L. 7000. Also theoretisch müsste das Geld ja jetzt zu mir geflossen kommen ohne Ende. Püppi hat nämlich vor, sich ein kleines Imperium aufzubauen. Dass sie in kurzer Zeit wieder bei 1,6 zum Beispiel ist. Und sich dann irgendwo nochmal eine neue Garage leisten kann. Hat sie sich so gedacht. Zumindest in der Theorie. Ob dem Freezy sein Mikro etwa aus ist. Ich war mir nicht sicher, ob sie die Sprache verschlagen hat. Warum sagst du denn nichts? Naja, weil ich dachte, die hat die Sprache verschlagen. Was? Mir? Nee, niemals. Da wirst du kein Glück mit haben. Hm.
Doch, ich fahre jetzt ins Vereinigte Königreich. Ist zwar eine ganz schön weite Fahrt, aber das ist ein Bagger und ich will mal einen Bagger fahren. Ein Bagger. Fahre ich jetzt ins Vereinigte Königreich. So, das war's. Bevor ich losfahre, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss.